Welcome, welcome zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Vlog. Ich bin zwar heute nur zu Hause, aber heute passieren ein paar spannende Dinge. Und deshalb dachte ich, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich habe mich gerade ready gemacht. Ich habe schon gefrühstückt. Mia, meine reizende Assistentin, kommt gleich zu mir. Und dann werden wir heute einen Content Day drehen. Wir haben einen richtig coolen Contentplan vorbereitet. Also, beziehungsweise sie hat das gemacht. Ich bin richtig proud. Kann ich euch später mal einführen in den Contentplan und euch zeigen, welche Pieces wir heute shooten werden. Und dann, Leute, ich bin so happy. Wir werden heute endlich meinen Kleiderschrank aussortieren. Ich habe seit Monaten Struggles. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Transformation. Ich kann mich mit nichts aus meinem Kleiderschrank, also nur noch ungefähr mit 10% davon identifizieren. Und deshalb werde ich heute radikal ausmisten. Also das ist der Stand jetzt. Ihr seht, der ist schon gut voll. Und wenn wir später fertig sind, unter anderem auch meine Düfte werde ich aussortieren. Wenn wir später fertig sind, dann wird dieser Kleiderschrank in einem neuen Licht erstrahlen und alles wird super clean sein und dann kann ich endlich wieder shoppen. Das ist mein Home Look of the Day. Ich trage so einen schwarzen Kimono. Den habe ich mal von Kilian zu Valentinstag zugeschickt bekommen. Nicht, dass ihr denkt, Kilian ist mein Freund. Ich rede von Kilian Paris, der Parfümmarke. Und da habe ich mir hier so Curls gedreht und wir wollen gleich so ein Reel drehen, wie ich in diesem Outfit mit Kaffee tanzend durch die Wohnung springe. Werdet ihr dann auf meinem Instagram-Kanal sehen. Weil es ja mein erster Vlog ist, bin ich ja noch nicht der Vollprofi und deshalb habe ich leider vergessen, euch mitzufilmen, was ich zum Frühstück gegessen habe. Ich habe mir so eine leckere Smoothie Bowl gemacht, meine Signature Bowl. Dazu kann ich euch aber mal so ein Cooking-Video abdrehen. Ich habe sowieso voll Lust, irgendwie hier einfach alles zu posten, was ich liebe. Und ich liebe ja Kochen und deshalb werden bestimmt auch ganz viele Cooking-Videos kommen. So, jetzt mache ich uns noch einen Kaffee. Mia müsste nämlich jede Sekunde da sein. Sie ist gerade am Parken. Hallo! Hallo! Oh mein Gott! Ich habe gerade schon den Kaffee gemacht. Yay! So. Ich habe leider nur Sojamilch. Die schäumt halt irgendwie nicht so geil wie Kuhmilch. Mein Traum ist, Barista zu werden. Oh, ich kann es aber nicht, obviously. Wow, so aesthetic. Also Mrs. Mia, erzählen Sie uns mal von Ihrem vorbereiteten Contentplan. Also, das ist der Contentplan mit einem so Zeitstrahl für heute. Wow. Und ja, wir sind jetzt hier angelangt. Ich bin gerade angekommen. Mia arriving. Und jetzt fangen wir erstmal mit Reels bzw. mit Instagram-Content an. Das habe ich hier alles schön bildlich dargestellt. Wir wollen nämlich so richtig coole Aesthetics, ja. Mobwife, Aesthetics, Black and Gold. Ja. Old Money Vibes. Und Detailbilder und alles. Und danach, wir sind gerade tatsächlich auch irgendwie schon low-key am YouTube machen, aber ne? Danach drehen wir auch ein Q&A-Video noch. Zu meiner Ayurveda-Kur in Indien. Genau. So stay tuned. Und dann müssten wir aus und gehen dabei live. Erstmal cheers. Auf ein productive content day. Das erste Reel ist im Kasten. Wir haben so ein Happy Morning Dancing Reel zu Dancing Queen von ABBA gemacht. Und jetzt zeig uns mal, was wir jetzt machen auf unserem tollen Content Plan. Jetzt haben wir vor, so ein Bild zu shooten und dafür müssen wir jetzt erstmal die Location vorbereiten. Also wir dachten, da ja hier im Exo Vorhänge sind, werden wir jetzt die Rollläden runter machen und uns dann hier so einrichten. Wir werden das Klavier wegschieben und dann so einen Sessel dahin machen und so eine Lampe und alles so Old Vibes mäßig gestalten. Wir wollen, dass alles so moody und dark ist, deshalb shooten wir auch voll gerne im Dunkeln mit Blitz, weil es einfach diesen Vintage-Vibe gibt auf Bildern. Vor allem, wenn man dann noch so einen Grey-Filter drauf macht, das ist einfach der Vibe. Let's go! Kann man auch mal drauf machen?
Es ist so krass, dein Style. Das ist so cool. Und natürlich gehört auch Wein dazu. Ja, wir drehen jetzt weiter. In unserer dunklen Kammer. Oh mein Gott, das sieht so witzig aus. Boah, man denkt, es wäre so mitten in der Nacht. Das ist der Spot. Also ihr freut euch auf den Content, der ist so geil. Shooting. Jetzt lassen wir hier mal ein kleines Licht rein. Es hat so Spaß gemacht, Leute. Wow. Ich bin gespannt, wie ihr den Content findet. So, wir sind jetzt fertig mit dem Shooten für den Instagram-Content. Wir haben ja gerade mit einem Glas Rotwein geshootet und wir mussten eine Szene so oft aufnehmen, in der ich trinke, dass ich mich jetzt ein bisschen tipsy fühle. Jetzt wollten wir unbedingt was essen, so eine kleine Stärkung, weil wir jetzt gleich weiterdrehen für den YouTube-Kanal. Wir machen ein Q&A und dafür muss ich ja fett sein. Deshalb wollten wir ein Müsli essen. Jetzt ist uns aufgefallen, dass wir keine Milch haben. Jetzt müssen wir hier schnell auf Flinkly eine Milch bestellen. Boah, und wisst ihr, was ich hasse? Man muss einfach nur eine Milch bestellen, aber der Mindestbestellwert ist irgendwie 15 Euro und jetzt muss ich hier irgendwelche random things noch bestellen. Aber naja, jedenfalls werden wir jetzt für YouTube ein Q&A über meine Ayurveda-Kur in Indien drehen. Und ihr habt mir ganz viele Fragen in meiner Insta-Story gestellt. Und die Fragen werde ich komplett ohne Skript beantworten. Also Mia wird die mir ganz random vorlesen. Ich weiß nicht, was kommt. Und ich werde einfach super ehrlich und transparent aus meiner Erfahrung sprechen. Flinkly ist da. Juhu. Hallo. Hi. Perfekt. Danke. Dankeschön. Tschüss. Oh, oh, oi. Okay. Ciao. Ciao, schönen Tag. Also ich hatte ja mein Müsli Adventskalender, deshalb immer wenn Leute zu mir kommen, kriegen sie nur mein Müsli. Aber es ist so lecker. Wir haben heute beide Schokobanane. Und ja, das essen wir jetzt und dann geht's weiter. Und immer die 3,5 Milch. Ich freue mich so sehr. Magst du die 3,5 Milch auch am meisten? Ja, ich mag auch die 1,5. Echt? Ja. 3,5 schmeckt so creamy and fatty. Ne? Schon ist richtig chocolatey. Also von meinem Müsli ist definitiv eines der besten. Ich glaube auch schon. Die. Very nice. Okay, aber jetzt kommt die Testfrage. Normalerweise, wenn du eine Schüssel hast, erst Müsli oder erst Milch? Erst Müsli, dann Milch, du? Ja, auch. Alle anderen sind auch komisch. Keine Ahnung, macht gar keinen Sinn. Macht auch nicht. Auf, dann schwimmt so das Müsli auf der Milch. Erst das Feste, dann das Flüssige. So. Ja, gut. Aber wenn die Milch jetzt noch kälter vom Kühlschrank, weil die kam ja gerade von Flinkly, wäre schon noch leckerer, gell? Ja. Übrigens heißt es Flink, aber Theresa pronounced alles immer sehr schweizerdeutschmäßig. Random Fact. Immer wenn ich mein Make-up mache, dann schaue ich Sprachlernvideos, wie man Schweizerdeutsch lernt. Und dann spreche ich, während ich mich schminke, immer so alles nach. Und ich bin schon richtig gut, Leute. Irgendwann werde ich ein ganzes Video nur auf Schweizerdeutsch machen. Hau mal einen Satz raus. Was ist dein Lieblingssatz? Krausch Minuten vergesse. Das sage ich, wenn ein Typ mir wieder schreibt, kannst du mich nicht vergessen. Das hört sich aber richtig real an. Danke. Wow, geborene Schweizerin. Wir haben uns auch noch diese Haferkraft-Riegel bestellt. Leute, die sind ein absoluter Traum. Die sind so lecker. Wir drehen jetzt das Ayurveda Q&A. Mrs. Mia liest mir die Fragen vor und ich werde ganz transparent antworten. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich einen Blackout kriege. Leute, ich mache Social Media, seit ich denken kann, aber ob man es glaubt oder nicht, ich kriege immer noch Blackouts, wenn ich mit der Kamera rede. Vor allem auf Instagram, deshalb rede ich in meinen Stories nicht so viel. Deshalb gefällt mir YouTube viel besser, weil da kann ich einfach drauf losreden und ich weiß, wenn was passiert, kann ich es rausschneiden und man kann auch viel tiefer
sprechen, nicht nur alles so oberflächlich und nicht nur 15 Sekunden. Und ja, was ich euch eigentlich sagen wollte, das ist mein Setup. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Wir sind hier gerade in meinem Homeoffice. Das ist so ein bisschen nostalgisch angehaucht, so wie ich es liebe. Hier übrigens ein Bild von meinem Lieblingsfilm Casablanca. Und ja, jetzt geht's los. Ich habe gerade mit Mia gesagt, wow, wir machen jetzt einfach YouTube. Und YouTube war immer mein Traum, Leute. Und das stimmt, ich mache jetzt einfach YouTube. Ich habe es einfach gemacht und ich bin happy. Hi, Leute. So, wir haben jetzt das Ayurveda Q&A gedreht. Boah, ich hatte echt ein paar Schwierigkeiten. Ich muss noch reinkommen. Ich bin ja ein super introvertierter Mensch und ich habe hier gar keinen Mitteilungsbedarf. Also, auch wenn ich gerade die geilste Sache der Welt mache und mich eine Freundin anruft und fragt, hey, was machst du gerade? Sag ich, ach, nichts, ich chill. Ich habe gar keinen Mitteilungsbedarf. Also eigentlich ist es auch der falsche Job hier für mich, aber irgendwie liebe ich es halt doch. Ja, aber deshalb habe ich echt manchmal Probleme zu reden, weil immer in meinen Kopf kommt, sei leise, das juckt niemanden. Und dann sagt mir immer, doch, natürlich, das juckt jeden, deshalb fragen doch die Leute. Aber ich habe da echt immer so einen Struggle. Naja, jedenfalls sind wir jetzt durch mit Content drehen und jetzt machen wir uns ans Aussortieren meines Kleiderschranks. Ich freue mich so sehr. Ihr müsst ja auch wissen, auch wenn es nicht so aussieht, Leute, aber ich shoppe nie. Mia, wie oft, ehrlich, du kannst ganz ehrlich sein, wie oft im Jahr shoppe ich? Also ich arbeite jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren für dich. Du warst einmal groß shoppen. Dann bei Mango. Ja, bei Mango. Einmal im und Jahr. Und sonst, legit, das war's. So vielleicht mal in Paris, als wir waren. Bei Zara. Ja. Ja, stimmt. Ja, zweimal. Also es ist wirklich krass. Zweimal im Jahr schon. Ich hätte auch nicht gedacht vorher, weil man denkt immer so, ne? Wow. Und manchmal, aber ganz selten, so Silvester steht an, okay, dann bestelle ich mir halt ein Kleid. Ja, aber das sind auch wieder so Pieces für eine Sache. Aber weißt du, du gehst nicht so für dein Everyday Closet. Aber ich muss auch sagen, ich weiß ja auch nicht, was mein Style ist. Aber ich glaube jetzt, nach meiner Ayurveda-Kur, ich wurde mir ganz viel bewusst und mir wurde auch bewusst, was mein Style ist. Also wisst ihr, wie ich jetzt aussortiere? Nach folgender Faustregel. Mhm. Du weißt es noch nicht, ne? Nee. Okay. Die folgende Faustregel ist, würde Marilyn Monroe das tragen oder nicht? Nach dieser Faustregel werde ich jetzt aussortieren. Aber das gilt nicht für sportliche Sachen. Sportlich darf einfach cute und sexy sein. Aber so den Rest, so daily Outfits, ja, weiß ich jetzt nicht. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. So, das ist das Before. Wir sind jetzt live auf TikTok und sortieren jetzt hier. Okay. Ja, wir fangen einfach mit dem ersten Stapel an. Und ich werde auch direkt alles sortieren. Guck, da fängt es jetzt aber schon an. Also eigentlich liebe ich das, aber Marilyn Monroe würde es nicht tragen. Aber du hast gesagt, Sachen, die sportlich sind, sind eine Ausnahme. Ist es so sportlich? Nee, hast mich überzeugt. Okay. Okay, das landet auf dem Geschafft-Stapel. So, das kommt auch weg. Okay, das habe ich mir auf Amazon bestellt, nie getragen. Ich dachte, es wäre so richtig oversized für den Sommer, so ein Bikini drunter oder irgendwas. Aber es ist viel zu klein. Ja, als das ein klein wäre das sieht. Cool. So, das brauche ich zum Skifahren natürlich. Ganz wichtig, ich gehe aber ins Skifahren. Machen wir es wieder da rein? Oder nicht? Direkt, ja, ja, ne? Okay. Das so. Aber eigentlich sollte ich direkt sowas zum Skifahren eröffnen, ne? Was ist überhaupt hier drin? Ich glaube, das ist Steffen. Wow. Was ist hier drin? Ah, Winterjacke. Ach so. Hä, hier ist sogar mein Skifahrding. Oh, ist die schön. Ich hatte die noch nie an. Noch nie, da ist sogar der Preisschild. How? Wie? How? Hä? Wow, also die ist mir jetzt direkt sogar eine Wendejacke 2 in 1. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber es ist eine geile Jacke. Ja. Ja, da hast du die Fleece. Da sind die. Okay, perfekt. Gut, dann haben wir jetzt hier eine dann Skibox. Haben wir nur 2 weiße Tops. Das ist so toll. Ja. Guess what time it is?
ist 1 Uhr morgens und schaut mal, wie es hier aussieht. Chaos! Aber ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Kleiderschrank komplett auszusortieren. Mia ist irgendwann gegen 19.15 Uhr gegangen. Ich war dann noch live auf TikTok und habe meinen Kleiderschrank fertig aussortiert. Das richtige Vorher-Nachher will ich euch zeigen, wenn dieses Chaos beseitigt ist. Das Chaos ist nämlich da, weil ich keine Tüten habe, um die aussortierten Klamotten einzutüten. Und deshalb werde ich jetzt schlafen gehen und morgen früh direkt in den Supermarkt rennen und so große XXL-Tüten besorgen. Schaut mal. No joke. Ich habe echt so gut wie alles aussortiert. Also es war kein Gebabbel. Ich habe euch gesagt, 80% meines Kleiderschranks werde ich aussortieren. Und ja, it happened. Ich habe mir tatsächlich gerade noch eine Pizza bestellt und habe gegessen und habe einfach ein bisschen gechillt. Und jetzt schminke ich mich ab und geschlafen. Wir hören uns morgen. Good morning in the morning. So, ich darf jetzt die ganze Wohnung aufräumen. Wir haben hier gestern Content gedreht. In jedem Zimmer liegt irgendwas rum. Hier im Esszimmer, hier im Flur, die ganzen Kartons, der ganze Müll. Hier im Homeoffice haben wir auch gedreht und alles steht noch rum. Und Leute, das schlimmste Zimmer, habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Ich war jetzt auf jeden Fall draußen, habe große Müllsäcke geholt und jetzt wird hier alles aufgeräumt. Mich hat es gerade einfach gepackt und ich hatte jetzt einfach Lust, mein Esszimmer mal umzustellen. Also das ist Status Quo. Hier steht noch alles von gestern rum. Wir haben ja hier gestern gefilmt und das Klavier stand eigentlich immer hier im Eck. Jetzt habe ich aber Lust, weil ich ja hier auch eine freie Wand habe und hier auch und das dann ein bisschen leer aussieht alles, dass ich das Klavier an diese Wand stelle. Und hier hinten, also ich finde das Ensemble zwar so eigentlich ganz schön, aber hier ist ein Bild, was sehr gut übers Klavier passen würde. Das nennt sich Eine Sommernacht am Rhein. Ich finde das mega, das Bild. Es spiegelt jetzt ein bisschen, aber ich hoffe, ihr erkennt es. Jetzt gucken wir mal, was ich aus dem Raum mache. Ich nehme euch natürlich mit. Leute, mein Herz geht auf. Ist das nicht wunderschön hier? Und ich liebe einfach dieses Bild. Es spiegelt nur leider immer. Das habe ich aus meinem Lieblingsantiquitätengeschäft in Wiesbaden. Also wie gesagt, Sommernachtstraum am Rhein. Hier sitzen die Gäste unter einem riesigen Baum, an dem ein Kronleuchter befestigt ist. Hier spielen Hunde, sie essen gut, die Kinder, Musik. Also dieser Vibe, ich liebe es einfach. Hier sieht man noch so ein altes Gemäuer. Und hier geht es dann so den Weg runter zum Rhein. Man sieht den Vollmond zwischen den Wolken. Wenn ich ein Bild wäre, wäre ich dieses. Ja, und die Lampe habe ich auch aus meinem Lieblingsantiquitätengeschäft. Und eigentlich könnte ich euch ja mal was auf dem Klavier vorspielen. Fühlt ihr das auch so sehr wie ich? Manchmal denke ich, keiner fühlt meinen Vibe. Wenn ihr meinen Vibe fühlt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Let's go. Mittlerweile ist es Sonntag. Ich habe zwar irgendwie das ganze Wochenende in meine Wohnung investiert, aber dieser Raum ist still looking like a mess. Aber das ist so meine Prio für heute, dass ich diesen Raum auf jeden Fall fertig kriege. Genau, deshalb mache ich mich jetzt schon mal ready. Ich gehe nämlich später raus. Ich werde mit Freunden so einen schönen Sonntagabend haben.
in einem tollen Restaurant mit bisschen Vino, gutem Essen. Danach gehen wir noch in meine Lieblings-Piano-Bar und einen Sunday-Spaziergang durch den Park wollen wir auch noch machen. Ich hatte die letzten Jahre echt so ein Shopping-Problem, weil hier in meinem Kleiderschrank einfach so viele verschiedene Stile waren und ich nie wusste, was ich dann shoppen soll. Und dann hat es mich überfordert, wenn ich im Laden war, und dann bin ich einfach gegangen. So, und jetzt habe ich mich für meinen Stil entschieden. Auf Pinterest habe ich mir so ganz viele Sachen gespeichert. Sowas bin ich. Sowas bin ich. Sowas bin ich. Das ist mein Stil. Den habe ich jetzt für mich gefunden und danach werde ich jetzt shoppen. Und da mein kleiner Schrank so leer ist, darf ich jetzt auch richtig viel shoppen. Ist das nicht toll? My favorite part. Also ich bin zwar nicht so blessed mit so super dickem Haar, aber dafür habe ich ultra viel Volumen. Und dafür bin ich so dankbar. Und es ist einfach jedes Mal so spannend, die Haare aufzumachen, weil es jedes Mal irgendwie ein bisschen anders aussieht. Heute habe ich mir tatsächlich besonders viel Mühe gegeben, weil ich natürlich auch super viel Zeit hatte, dadurch, dass Sonntag ist. Bei der Frisur wünschte, also ich will eigentlich mal längere Haare und voller, aber bei der Frisur wünschte ich mir, dass ich kürzere Haare hätte. Dann wäre das so richtig im Marilyn Monroe-Style. Und dann kämme ich meine Haare immer mit so einem grob zackigen Kamm durch. So, seht ihr, wie viele Lumen ich habe? Ich bin echt mega dankbar dafür. So, das ist mein fertiger Look. Meine Lippen habe ich heute etwas dunkler Bordeaux, weil ich nämlich Lust habe, heute meine bordeauxfarbenen Lackstiefel zu tragen. Und ich dachte, dann ist das ein toller Match. Ja. Und das ist mein Outfit of the Day. Die Boots habe ich von Zara. Ich liebe die. Drüber habe ich einfach so einen oversized Strickpulli mit einem Hosenrock von Zara. Und dann ziehe ich hier meinen kurzen Mantel an. Den habe ich auch von Zara. Und einen Schal. Und mein Birkin. Like this. So. Und das ist mein Sunday Outfit. Happy Monday, Leute. Ihr hört, es ist Montag. Fragt mich mal, ob ich es gestern noch geschafft habe, alles aus meinem Kleiderschrank, was ich aussortiert habe, in Tüten zu packen. Nein, obwohl das meine Prio war, war ich irgendwie wieder unter Zeitdruck und dann wäre ich zu spät gekommen und dann konnte ich es nicht machen. Ich muss einfach an meiner Pünktlichkeit arbeiten. Ich weiß nicht, warum ich so ein Riesenproblem damit habe. Naja, jedenfalls werde ich jetzt alles in Tüten packen und euch dann natürlich das Nachherergebnis meines Kleiderschrankes zeigen und wie clean alles aussieht. Ach, ich kann euch nur zu dem Gefühl sagen, es fühlt sich so gut an. Ich war das ganze Wochenende so beflügelt und erleichtert, weil ich wusste, dass ich alles aussortiert habe und mich von so vielen emotionalen Dingen getrennt habe. Also ich hatte so viele Kleidungsstücke, zu denen ich einfach eine emotionale Bindung hatte, die ich aber seit 10 Jahren nicht angezogen habe. Und dann hängen die da rum und ich dachte mir, klar, es ist irgendwie schwer, sowas dann wegzuschmeißen, aber ich kann mich ja auch anhand eines Fotos erinnern und muss nicht diese ganzen Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank haben. Genau, wie gesagt, ich fühle mich mega erleichtert und das ist your call to action, bei dir zu Hause auch mal auszusortieren. Das ist übrigens das Nachherergebnis vom Wohnzimmer, vom Esszimmer. So sieht das jetzt aus. Genau, das Klavier habe ich von da drüben jetzt hier hingestellt und habe ja auch das Bild aufgehangen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Klavier klingt dort besser. Und ja, so sieht es aus. Das muss ich noch in den Keller bringen.
Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, viele sagen, hier müsste ein Teppich rein. Let me know in the comments. Schaut mal, wie viele Bügel ich jetzt wieder habe. Platz, um zu shoppen. Juhu, I'm done. Also, schaut mal. Hier habe ich echt richtig viel aussortieren können. Hier ist ja fast alles leer. Und ja, ich kann jetzt natürlich noch neu sortieren und nach Farben ordnen. Aber die Hauptsache ist, dass hier erstmal leer ist. Ich bin auch richtig stolz. Hier habe ich schon nach Farben sortiert. Auf meinen Blusenschränkchen. Boah, das war so voll, ne? Man konnte hier fast keinen Kleiderbügel mehr bewegen. Und jetzt sieht das einfach alles viel, viel cleaner aus. Und das wurde jetzt alles nur an Klamotten aussortiert. Kosmetik und Skincare, da habe ich mich noch gar nicht reingemacht. Auch bei den Düften habe ich mega viel aussortiert. Also da hat kein einziger Duft mehr reingepasst. Und jetzt schaut mal, wie viel Platz man hier hat. Ach, ich kann euch nicht beschreiben, wie gut das einfach tut. Das war's mit meinem Vlog, Leute. Ich muss sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotenzial und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, don't be shy, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich liebe konstruktive Kritik, ich will immer besser werden, deshalb scheut euch nicht, mir all eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Und ja, in nächster Zeit wird auf jeden Fall mehr kommen, falls ihr irgendwelche Videoideen habt oder irgendwas jetzt im Vlog gesehen habt, wo ihr dachtet, darüber könnte sie auch mal mehr berichten, let me know. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, bye!